Daniel Mayer, du bist ja Riesentorlauf in Adelboden gestürzt. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was ist da genau passiert? Also ich bin da, also ich kann mich nur recht daran erinnern, weil ich kurz bewusstlos war und danach an das Geschehen kann ich mich nur daran erinnern. Ich bin da ein bisschen knapp oder zu spitz auf das Tor zugekommen, habe mit der Hand eingehängt und bin dann nachher eben abgeflogen und dann leider mit dem Hinterkopf auf die Eisplatte aufgekommen. Eben, wie vorher schon gesagt, dann kurz bewusstlos gewesen. Und dann bin ich dann verarztet worden, mit dem Akia abtransportiert, dann weiter mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Interlaken. Und da war ich dann nachher 24 Stunden in Beobachtung und danach bin ich dann mit den Eltern nachher heimgefahren. Und du hast jetzt ja eine Gehirnerschütterung. Wie schaut denn jetzt dein Trainingsplan auf? Wir sind ja gerade im Olympiazentrum in Dornbirn. Was machst du da alles für Übungen? Ich habe jetzt da eine kleine Nachkontrolle gehabt. Im unteren Stock ist eben der Doktor drin. Dann habe ich mit dem Ernährungsberater haben wir da, geschaut, dass wir da irgendwie die Therapiemöglichkeiten so schnell wie möglich einleiten. Und im oberen Stock habe ich dann auch die Physiotherapie, dass man da den Körper gleich wieder richtig einstellt, eben dass der Heilungsprozess einfach beschleunigt wird. Und da im Olympiazentrum in Dornbirn habe ich aber die perfekten Möglichkeiten. Da ist alles im gleichen Gebäude. Ich habe nicht viel Werk, ist für mich weniger Stress und sicherlich förderlich für die Heilung. Wie lange trainierst du jetzt da in Dornbirn genau und wann kannst du vielleicht wieder auf Skiern stehen? Je nachdem, nach meinem Heilungsverlauf, also das Trainings, also zuerst einmal einfach wieder beschwerdefrei war. Und dann, je nachdem, wie schnell das mein Heilungsverlauf ist, kann man dann noch an Trainingsreize setzen. Aber das weiß ich nicht, wie schnell das geht und wie lang das geht. Aber das muss man dann immer spontan abschätzen, wie viel das machbar ist und so weiter. Ist vielleicht ein spezielles Rennen, wo du siehst, da würdest du gerne wieder mitfahren? So, durch den Unfall jetzt habe ich jetzt heute und gestern ein Europacup-Rennen verpasst. Das ist eigentlich sehr schade, aber nutzt nichts. Und die nächste Europacup-Rennen wäre am 19. 20. Jänner. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Gut wäre es natürlich, weil wenn ich nochmal zwei verpasse, nicht so ideal sportlich gesehen, aber ich kann eh nicht schneller als mein Körper. Mein Körper gibt das Tempo vor, wenn ich wieder einsteigen kann. Also ich denke, in zwei Wochen sicher und wenn es gut läuft, kann ich da am 19. und am 20. beim Europacup-Rennen am Start sein. Aber das sehen wir dann.